Mit der heutigen Plenarsitzung des Gesamtdeutschen Bundestages beginnt die parlamentarische Arbeit im vereinten Deutschland. Vor uns liegen innen- wie außenpolitisch große Aufgaben, die in der kommenden Zeit unsere ganze Kraft beanspruchen werden. Mit der heutigen Regierungserklärung will ich die Grundsätze erläutern, von denen sich die Bundesregierung leiten lässt. Die Politik der Bundesregierung wird geprägt sein vom Bewusstsein und der Erkenntnis und der Verantwortung für die deutsche Geschichte in allen ihren Teilen. Mit besonderer Dankbarkeit erinnern wir uns des deutschen Widerstands gegen Hitler, eines Widerstands aus allen Gruppen unseres Volkes. Im Kampf für ein friedliches, für ein freies und der Menschenwürde verpflichtetes Deutschland gaben viele ihr Leben hin. Meine Damen und Herren, wenn wir uns zur deutschen Geschichte in allen ihren Teilen bekennen, dann wollen wir auch nicht ihre düsteren Kapitel ausblenden. Niemals darf vergessen, verdrängt oder verharmlost werden, welche Verbrechen in diesem Jahrhundert von deutscher Hand begangen worden sind, welches Leid Menschen und Völkern zugefügt wurde. Die Erinnerung auch an das dunkelste Kapitel unserer Geschichte wachzuhalten, schulden wir den Opfern. Uns leidet auch in dieser Stunde der feste Wille, über die Gräber der Vergangenheit Brücken zu bauen für ein gemeinsames Werk der Verständigung und des Friedens und der Versöhnung im Geiste der Menschenrechte. Das gilt für alle Bereiche der inneren wie der äußeren Politik. Das Grundgesetz, unsere Verfassung, gilt jetzt für das gesamte deutsche Volk. Und damit stellen sich alle Deutschen bewusst, auch in die Tradition der Väter und Mütter unserer Verfassung, die sich damals von dem doppelten Schwur leiten ließen. Nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur. Wolken ziehen auf über dem Leipziger Augustusplatz. Wo 25 Jahre zuvor friedliche Wir-sind-das-Volk-Rufe den Beginn der friedlichen Revolution einleiteten, herrscht heute marktkonforme Zerstreuung. Friedlich klingt der Revolutionsruf schon längst nicht mehr. Europa zieht seine Grenzen wieder hoch. Das Schengen-Abkommen der offenen Grenzen ist in der Praxis gescheitert. Die Fassade der Festung Europa, sie bröckelt. Durch Krieg und Hunger aus der Heimat Vertriebene begehren verzweifelt Einlass. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit erklärte die mächtigste Frau der Welt: Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung ist und bleibt Frieden. Doch Millionen Menschen sehen sich heute aufgrund von Krieg, Terror und Gewalt zur Flucht gezwungen. So viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Hinzu kommen mangelnde Zukunftsperspektiven und die Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen. Wer das Leid derjenigen sieht, die ihre Heimat hinter sich lassen
und sich anderswo Schutz und Zukunft erhoffen. Der weiß, dass es letztlich nur eine Lösung gibt. Wir müssen den Ursachen von Flucht und Vertreibung entgegenwirken. Herzlichen Dank. Sprach's und verließ unter Applaus die Bühne. Vor weltweitem Publikum zeigt sich Angela Merkel entschlossen, die Ursachen von Flucht zu beseitigen. In ihrem Kanzleramt allerdings bleibt die Regierungschefin bei den wahren Ursachen untätig. Denn mit einem einzigen Telefonanruf in die westdeutsche Provinz könnte sie den meisten Kriegen der USA auf einen Schlag die Grundlage entziehen. Denn das größte Kriegsdrehkreuz der Welt befindet sich mitten in Deutschland. In der 7000-Seelen-Gemeinde Ramstein-Miesenbach, Rheinland-Pfalz. Ohne die Ramstein Airbase, einem Luftwaffenstützpunkt der Amerikaner, wäre kein einziger Drohnenangriff im Mittleren und Nahen Osten möglich. So gut wie alles, was hinter diesem Stacheldraht passiert, verstößt gegen das deutsche Grundgesetz. Doch neugierige Journalisten werden hier nicht gern gesehen, sondern argwöhnisch beäugt. Unsere Dreharbeiten haben gerade erst begonnen. Da tauchen diese Soldaten auf, um uns von hier zu vertreiben. Yes. Hello. Wir stehen hier an der Hauptzufahrt zur Ramstein Airbase und durften bereits beim Anfertigen einfacher, harmloser Schnittbilder die ganze Herrlichkeit der amerikanischen Staatsmacht kennenlernen. Das lief dann so ab. Die Kamera lief keine 2 Minuten. Da tauchten schon die ersten Militärpolizisten auf und forderten also nachdrücklich, dass alle Aufnahmen gelöscht werden. Sie haben sich die Aufnahmen auch vorher angesehen, denn nach Auskunft der Soldaten handele es sich vor der Airbase bereits um amerikanisches Staatsgebiet. Mir hat dann später ein Soldat gesagt, dass man dieses Land von der Bundesrepublik Deutschland gekauft habe und deswegen gelte hier US-amerikanisches Recht. Auf deutschem Hoheitsgebiet haben Zivilisten der einfachen Bevölkerung, so wie wir, zu tun und zu lassen, was US-amerikanische Soldaten ihnen sagen. Kamera aus heißt Kamera aus. Die Amerikaner sind offensichtlich sehr nervös. Wir werden herausfinden, natürlich gilt hier deutsches Recht und die Soldaten haben uns angelogen. Doch später dazu mehr. Wir wollen uns einen Überblick über die Airbase verschaffen. Auf einem Aussichtspunkt treffen wir diesen Friedensaktivisten, der das Treiben der Amerikaner schon jahrzehntelang wachsam verfolgt. Ich heiße Wolfgang Jung, bin genau neben dieser Base geboren, im Ortsteil Miesenbach, von Ramstein-Miesenbach. Bin dort auch aufgewachsen, habe als Schüler und später als Student auch auf dieser Base gearbeitet. Habe den ganzen Krieg als Kind miterlebt, auch Bombenangriffe. Schulkameraden von mir sind gegen Ende des Krieges bei Bombenangriffen umgekommen. Mein Vater ist nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Es gab auch sonst in der Familie noch viele Kriegsopfer. Und mir war von Anfang an klar, dass diese Base nicht friedlichen Zwecken dient oder unserem Schutz, sondern dass von dort aus Kriege geplant und Kriege durchgeführt werden. In der deutschen Friedensszene ist Wolfgang Jung eine bekannte Größe. Es wird höchste Zeit. Es ist nicht nur 5 Minuten vor 12, es ist 3 Minuten vor 12. Hier wird ein Krieg vorbereitet. Wegen der Airbase ist er schon mehrfach vor Gericht gezogen. Ich habe die Bundesrepublik verklagt, weil sie zulässt, dass über die Airbase Ramstein der US-Drohnenkrieg geführt wird, dem in Somalia, im Jemen, in Syrien, in Afghanistan, in Pakistan inzwischen Tausende von unbeteiligten Zivilisten, vor allen Dingen nach Frauen und Kinder, zu Opfer gefallen sind. Und weil die Bundesregierung mit einem Schlag, wenn sie nämlich diese Satcom-Relaisstation schließen würde, diesen Drohnenkrieg und dieses unsägliche Sterben beenden könnte. Ob etwas gegen die Verfassung verstößt oder nicht, weiß der pensionierte Lehrer genau. Als er ins Beamtenverhältnis übernommen wurde, hatte er einen Eid auf die Verfassung ablegen müssen. Sein Engagement für die Friedensbewegung wurde ihm nach 22 Dienstjahren zum Verhängnis, denn nun wurde er vom Verfassungsschutz gejagt. Die Landesregierung wollte dem Staatsdiener Berufsverbot erteilen.
Vor Gericht konnte Wolfgang Jung schließlich nachweisen, dass Friedensaktivist zu sein nicht verfassungswidrig ist. Er behielt seinen Job. Vielleicht erklärt das, weshalb er auch heute noch hartnäckig durch alle Instanzen geht. Ich habe geklagt, weil ich es unsäglich finde, dass alle staatlichen Instanzen und Ebenen es zulassen, dass von unserem Boden aus völlig widerrechtlich, im Widerspruch zum Völkerrecht und zu unserem Grundgesetz und zu allen deutschen Gesetzen, Leute einfach ermordet werden. Und was anderes ist der Drohnenkrieg nicht. Das ist Mord an Leuten ohne Urteil, ohne gerichtliche Beteiligung, schlicht und ergreifend Mord. Wer sind eigentlich die fremden Mächte, die bei uns zu Gast sind? Was haben sie vor? Wie lautet ihre Mission? Mehr als 42.000 Soldaten der Vereinigten Staaten sind auf deutschem Boden stationiert. Ihren grundsätzlichen Auftrag dokumentiert ein offiziell für die Deutschen herausgegebenes Merkblatt gleich im ersten Satz. Das EUCOM-Hauptquartier mit Sitz in Wiesbaden erklärt darin, die US Army Europe habe eine maßgebende Funktion im Ausbau von US-amerikanischen Interessen. Weiter unten heißt es, das Hauptquartier sei einzigartig positioniert, um Amerikas strategische Interessen in Europa und Eurasien zu fördern. Rund um die Ramstein Airbase gibt es mit mehr als 52.000 US-Staatsbürgern die größte Militärgemeinde in Deutschland. Die meisten davon halten einen Job bei den Streitkräften für einen ehrenwerten Beruf. This we'll defend are the words that encapsulate the ideals of the United States Army. It was first used by the War Office of the Continental Congress during the American Revolutionary War in 1778. And it has been our guiding motto for over 200 years. Today, it is inscribed on a scroll above the Cap of Freedom on the Department of the Army emblem, to signify the Army's constant readiness to defend and preserve the United States of America. It is our shield. This, we'll defend, means we are there when we are needed, regardless of the mission. We are trusted Army professionals who are there when our country calls upon us. Our shared love of country is a powerful motivation for our service to the nation. We are the faces of freedom, life, and liberty. We serve not to promote war, but to preserve peace. This we'll defend is a statement of our commitment in our oath to defend the Constitution of the United States and its citizens. The first line of that oath being, I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this oath. This is why we serve. Was wir gelernt haben? Jeder Soldat hat einen Eid auf die Verfassung der Vereinigten Staaten geschworen. Und gedient wird natürlich nicht, um Kriege anzuzetteln, sondern um den Frieden zu bewahren. Gibt es inzwischen eigentlich noch irgendjemanden, der das noch glaubt? Vielleicht ja die Bundeskanzlerin. Sie hat immerhin schon dreimal den Amtseid auf das deutsche Grundgesetz geleistet. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Per Grundgesetz ist die Bundesregierung zwingend an die Gewährleistung der Menschenrechte gebunden. Doch auch außerhalb Deutschlands? Artikel 1, die unantastbare Würde des Menschen, verbietet zum Beispiel in der Praxis, Ausländer in solche Staaten abzuschieben, wo ihnen die Todesstrafe droht. Und nach Artikel 25 ist Angela Merkel zur Einhaltung des Völkerrechts verpflichtet. Doch dagegen verstößt sie jeden einzelnen Tag, an dem sie Barack Obama nicht die rote Karte zeigt.
Es geht darum zu klären, was die Amerikaner hier in Deutschland eigentlich so treiben. Dazu gehört aber nicht nur das Abfangen von Daten, sondern dazu gehört auch, dass der umstrittene Drohnenkrieg der US-Regierung in erheblichem Maß über Deutschland geführt wird. Das hatten Panorama und die Süddeutsche Zeitung im vergangenen Jahr berichtet. Kurz danach kam US-Präsident Barack Obama zu Besuch nach Berlin. We do not use Germany. Wir nutzen Deutschland nicht als Startpunkt für unbemannte Drohnen im Kampf gegen den Terror. Drones as part of our counter-terrorism activities. Ich weiß, dass es hier einige Berichte gegeben hat, nach denen das der Fall sein könnte. Dem ist nicht so. Kein Startpunkt, hat er gesagt. Cooles Dementi. Allerdings hat Panorama nie behauptet, dass die Drohnen von Deutschland aus starten. Stattdessen haben wir gezeigt, wie die Einsätze von hier aus entscheidend unterstützt werden. Etwa vom US-Militärstützpunkt Ramstein. Kampfdrohnen. Sie fliegen über Afghanistan oder den Jemen. Die Piloten sitzen weit weg. In den USA, in Nevada. Wenn sie am Joystick abdrücken, fällt Tod vom Himmel. Das ist das, der alte Predator, den es schon seit fast 20 Jahren gibt. Das ist ein bisschen Werbefilm hier. Kampfdrohnen gelten in Fachkreisen als zuverlässig und vergleichsweise preisgünstig. Ein Predator B, nur das Flugzeug mit Sensorik, ist in dem Bereich ca. 12 Millionen Dollar. Ein ziemliches Schnäppchen, so eine amerikanische Killerdrohne. Der Hersteller General Atomics ist wohl nicht umsonst Weltmarktführer in diesem Rüstungsbereich. Zum Vergleich: Ein Eurofighter, das Flaggschiff der europäischen Rüstungsindustrie, kostet mehr als das Zehnfache. Wirtschaftlich betrachtet ist so eine Kampfdrohne also 10-mal effizienter beim Menschenkillen als ein herkömmlicher Kampfjet. Aber nicht nur das. Eine MQ-9-Kampfdrohne ist auch um ein Vielfaches leistungsfähiger als ein Eurofighter. Während ein Kampfjet-Pilot schon nach 10 Stunden hinterm Steuerknüppel erschöpft ist, kann die MQ-9, genannt Sensenmann, mit einer Tankfüllung bis zu 30 Stunden am Stück in der Luft bleiben. Denn wenn der Drohnenpilot in den USA müde wird, kann er seinen Joystick einfach der nächsten Schicht übergeben und nach Hause gehen. Einer von ihnen war Drone-Operator Brandon Bryant. Nach eigener Aussage hat er an der Ermordung von 1626 Menschen mitgewirkt. Dann stieg er aus dem Militär aus. Ramstein im Pfälzerwald. Drohnenpilot Bryant ist heute zum ersten Mal in dieser Ecke Deutschlands. Virtuell, per Breitbanddatenleitung allerdings, war er immer mit diesem Ort aufs Engste verbunden. Wenn er von seiner Militärbasis in New Mexico die Hellfire-Rakete ins Ziel navigierte, dann wurden hier in Ramstein die entscheidenden Verbindungen gemacht. Die Luftwaffenbasis in Ramstein spielt eine ganz wesentliche Rolle für den weltweiten Drohnenkrieg. Ohne diese Basis in Deutschland würde das alles nicht funktionieren. Es ist das Epizentrum aller Informationsflüsse für die Überseeoperationen der USA. Ohne Ramstein ist kaum ein amerikanischer Drohneneinsatz möglich. Nicht nur in Afrika, sondern auch in Pakistan und Jemen. Also wir haben die Drohne hier irgendwo in diesem Gebiet. Sie kreist irgendwo über Afghanistan, Pakistan, dem Jemen oder sonst wo hier. Und das hier ist ein kommerzieller Satellit. Der kann etwa von CNN sein. Und dann haben wir eine Satellitenschüssel hier drüben auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Hier kommt das Signal an. Das Signal geht also von der Predator-Drohne nach Ramstein. Und dann durch ein Glasfaserkabel mitten durch den Ozean bis zur Cannon Airbase in den USA, wo ich stationiert war. Und das ist sie, die Satellitenrelay-Station, deren Bedeutung die Bundesregierung seit Jahren hartnäckig verleugnet und verschleiert. Die Steuerungssignale, die per Erd- und Unterseekabel aus den USA in Ramstein ankommen,
gehen von hier aus zu Satelliten, die wiederum aus dem Erdorbit die Drohnen anfunken. Mit ihnen richten die USA nach Belieben Menschen hin, ohne jede Gerichtsverhandlung. Diese Filmaufnahmen der militärischen Geheimanlage sind in Deutschland per Gesetz eigentlich streng verboten. Wir entscheiden uns, die Bilder trotzdem zu zeigen, und zwar mit Verweis auf die Pressefreiheit. Die Rakete schlägt genau dort ein, wo die Männer beim Essen sitzen. Emre Erdoğan hat Glück. Er steht gerade ein paar Meter entfernt. Shadia, ihr Sohn und die Frau von Shahab Dashti überleben im Haus. Der ganze Hof war quasi dem Erdboden gleichgemacht. Man hat viele Leichenstücke gefunden, Hände, Kopfstücke im Ventilator. Und einer hat noch seine Hand bewegt, da hat man gehofft, dass er noch lebt. Da wurde er schnell ins Krankenhaus gebracht. Aber auf dem Weg ist er verstorben, das war der Shahab Dashti. Der mutmaßliche Dschihadist aus Hamburg wird getötet. Mit 27. Und Benjamin war an Ort und Stelle sofort tot, weil sein ganzer Kopf offen war. Chadias Schwager, Benjamin Erdoğan, kommt aus Wuppertal. Ein deutscher Staatsbürger, getötet von einer US-Drohne. Da die ja alle aus den USA gesteuert werden, wäre mit der Schließung dieser Satcom-Relaisstation mit einem Schlag der Drohnenkrieg beendet. Was in Ramstein abläuft, in Sachen Drohnen, in Sachen Raketenabwehrschild, in Sachen Versorgung der Kriegsschauplätze mit dort gelagerter Munition, ist alles a. völkerrechtswidrig, weil die Kriege völkerrechtswidrig sind, und b. grundgesetzwidrig, weil von unserem Boden aus keine Angriffskriege vorbereitet und schon gar nicht geführt werden dürfen. Trotz eindeutiger Aussagen des Zeugen Brandon Bryant vor dem NSA-Untersuchungsausschuss streitet die Bundesregierung seit Januar 2015 jegliche Kenntnis über die Rolle Rammsteins im Drohnenkrieg ab. Dem unabhängigen Journalisten Thilo Jung ist